Da wären wir auch schon wieder. Also, wir haben es nach Duna geschafft. Wir sind da gecrashlandet und haben einen Kerbel da deponiert, der auch gleich eine Fahne aufgestellt hat. Wir haben es nochmal nach Duna geschafft und von Duna wieder weg und auf Icke gelandet und eine Fahne aufgestellt. Also wir kommen Schritt für Schritt näher. Aber das eigentliche Ziel dieser Staffel war es, auf Duna zu landen und wieder nach Hause zu kommen. Und das wird ein Problem. Also Ideen, die mir jetzt gerade gekommen sind, nachdem ich die letzten 5 Minuten einfach nur hier Station Spinning betrieben habt. Für die unter euch, die Eve spielen. Ich könnte eins von den Raketentriebwerken hier wegnehmen. Und das auch zu so einer Dreiersymmetrie machen. Die 3 Triebwerke werden das ganz gut genauso schaffen wie auch die 4 vorher. Das ist ja eh im All. Ohne jegliche großen Widerstände. Das wäre dann noch ein Ticken effizienter und wir hätten weniger Gewicht, das wir nach oben bringen müssen. Also kommen wir eher in eine Umlaufbahn. Das ist schon mal eine Sache, die wir ändern könnten. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Weil in dem Fall ist wirklich weniger mehr. Unten können wir auf jeden Fall mehr machen, um mehr zu erreichen. Wir könnten auch Feststoffbooster ranbappen, um ein bisschen Treibstoff zu sparen und schneller auf höhere Geschwindigkeit zu kommen. Aber das werde ich auf jeden Fall machen. Dazu müssten die hier schon mal weg. Aber ja, ich glaube, zuallererst mache ich mal die hier dahin. Die hier nur noch dreifach, und zwar so dreifach wie die da oben. Wenn denn überhaupt mit diesem Snap-to-Grid ausgerichtet waren. Aber sieht gut aus. Oder? Jo, das passt. Okay. Und dich jetzt da dran. Und die Stahlseile müssen wir auch neu machen, okay. Näher ran. Ich hätte gerne dich. Dich, kleinen Knubbel. Oder dich. Du bist auch gut. So, du bitte daran. Okay. Und Struktur. Dich von da nach darüber. Jo, das müsste stabil sein. Der einzige Haken, der mir jetzt gerade noch einfällt, wir haben dadurch einen kleinen Tank weniger. Das müsste aber eigentlich okay sein. Das war sowieso die große zweite Sache. Also einmal, dass wir jetzt nur 3 von denen benutzen und das andere, dass wir hier Dockklammern anbringen. Dass das Ding dann rückwärts dockt auf dem Ding und das Ding bleibt die ganze Zeit im All. In der Umlaufbahn. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gedockt. Also ich glaube, ich habe 3 oder 4 erfolgreiche Dockmanöver gehabt. Aber das ist eine scheiße Arbeit. Und es ist tierisch nervig und dauert tierisch lange. Und es geht trotzdem andauernd in die Hose. Außerdem müsstet ihr noch RCS-Tanks anbauen und die... Wo heißen die? Klampotrons. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier ein Klampotron und da ein Klampotron anbringen kann und dass die dann automatisch zusammen gedockt sind. Na gut, aber das werde ich machen müssen. Denn all die Änderungen hier ändern nichts daran, dass das Ding hier oben nicht allein wieder nach Hause kommt. Jedenfalls, soweit ich das sehen konnte. Also gut, hilft nichts. Du mal weg. Du bist das SAS. Kannst aber erstmal weg. So, dich brauchen wir denn. Wir können da keinen Klampotron dran machen. Okay, du kannst dranbleiben. Wie machen wir das jetzt? Wir bringen den Fallschirm seitlich an? Nein, können wir nicht. Wir müssen den Fallschirm irgendwie an die Kapsel ranbekommen. Also hier muss ein Klampotron jetzt drauf. Ja, eigentlich muss unten ein Klampotron hin. Ja komm, wir machen das mal so. Du gehst weg. Das heißt, wir haben jetzt einen Antrieb weniger. Das ist trotzdem okay. Nö, es ist nicht. Das ist absolut nicht okay. Weil die hier alle ihr Treibstoff in den mittleren Tank pumpen. Und wenn der mittlere Tank keinen Antrieb hat, dann
Es ist einfach nur da. Okay. Treibstoffdinger andersrum. Ihr von der Mitte nach außen. Alle drei sind da, alle drei sind da. Gut. Das heißt, diese Halteklammern brauchen wir eigentlich gar nicht. Ist hier so ein Abtrenn-Dingens dran? Bist du ein Abtrenn-Dingens? Du warst SAS und Abtrenn-Dingens in einem, richtig? Ich glaube schon. Okay, du kannst wieder da dran. Dann kann ich jetzt hier unten ein Klampotron. Oh, das. Wie sollen wir mit dem Ding da drauf docken? Das wird doch im Leben nix. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendeinen Knubbel raufbauen. Warte mal, können wir da einen Tank rauf? Okay. Wo ist ein Klampotron? Das wird sowas von chaotisch. Also ein... Wo zur Hölle waren die Klampotrons? Aerodynamisch, Utility. Klampotron Docking Port. Andersrum, richtig? So. Rangucken. Okay, du bist ein Klampotron. Ein stinknormaler Klampotron. Kein Junior, kein Senior, kein komisches neues Ding. Jetzt müssen wir da dran noch ein Klampotron anbringen. Und zwar so rum. Dann sind die zusammen. Und jetzt müssen wir an das Ding noch irgendwas Langes ranmachen, das denn darauf kommt. Mehr Treibstoff. Wir haben ja einen Tank hier verloren. Den machen wir jetzt hier dran. Ach, das Ding will wieder tierisch instabil werden. So, du bist ein kleiner Tank. Mit dem Klampotron dran, mit dem Klampotron dran, mit dem Ding dran. Können wir dich jetzt da ran? Die sehen komisch aus. Du weg da. Von da bitte weiter hoch. So, und auch bitte dreiersymmetrisch. Hm? Dreiersymmetrisch. So. Und weil wir noch viel mehr Stabilität brauchen, einfach noch mehr davon. Und zwar schräg drüber zu deren Kameraden. Und Gegenseite schräg rüber zu den Kameraden. So. Warum ist da jetzt ein Ding über? Ich mag es nicht, wenn Teile überbleiben beim neuen Zusammenbauen. Du bist ein SAS und die Dockklammer. Okay, weg. Also, das ist die Stage, die uns hochbringt. Das Ding hier ist die Stage, die uns Richtung Duna bringt und im Orbit wartet. Mit wahrscheinlich nicht mehr so viel Treibstoff. So, dann wird das hier abgekoppelt. Das Ding braucht auf jeden Fall RCS-Kügelchen. Die Dinger hier. Boah, sind die groß. Wie viel wegen die? 0,235 mal 3 sind 0,675. Richtig? Nee. 0,715? Irgendwie so. Wie viele brauchen wir davon? Ich mach die mal da so hin. Ich hoffe mal, da machen sie keine Probleme, außer dass sie Sonnenlicht verdecken für die Solarpanels. Da wir das Ding jetzt hier gar nicht mehr abspringen, also die drei, können wir die Knubbel auch ruhig hier dran bauen. Das ist zwar dann nicht sehr symmetrisch, aber vom Gewicht her dürfte das keinen Unterschied machen. Sieht nicht schöner aus, aber es müsste passen. Dich mal kurz ab. Was sagt Center of Mass? Ist genau in der Mitte. Guti. Kontrolle. Wir brauchen jetzt euch. Und zwar brauchen wir euch... Da. Oh ne, das wird abreißen. Da.
Okay. Und bei den Lampen irgendwo. Das Ding muss erstmal weg. Genau so. Und hier. Pust einfach in die Lampe rein. Oh Mann, wir werden das Ding auf jeden Fall nochmal neu testen müssen. Also wie das mit den Treibstoffdingern da klappt und den da und überhaupt. Also machen wir ganz kurz mal Dunaländer 4.0. Speichern den ab. Wappen den. Ah, nicht komische Symmetriedinger machen. Genau, wappen dich hier ran und speichern dich unter 4.1 ab. Nicht, dass das gleich alles weg ist. So, und jetzt starte ich nur das Ding hier. Um zu gucken, was passiert, wenn ich RCS anmache. Also ich will testen, ob das Ding hier abreißt, also die Treibstoffleitung. Und ich will gucken, ob die Lampe da Schaden nimmt. Und noch irgendwas explodiert. Vielleicht das Gewicht auch nicht in Ordnung, wie den Knubbeln da. Und allgemein will ich gucken, wie lange die Knubbel halten und so weiter und so weiter. Also, du warst unter 4.0 gespeichert, ja. Starten. So. Na, Newbie German, fühlst du dich wohl? Sieht nicht so aus. Okay, Gears. Nicht zugeordnet. Euch ausfahren, bitte. Flup, flup. Jo. So, erstmal gucken, wie es ist mit Schub. Wie viel Schub wir brauchen, um wegzukommen. Dann machen wir Ressourcen an, wir machen SAS an, wir machen jetzt schon RCS an. Und geben einfach mal Schub. 3, 2, 1, jetzt. So. Drehen wir in jede Richtung so ein bisschen rum, damit wir Schubstrahlen in alle Richtungen haben. Aber schaut gut aus. Okay. Leertaste. Flupp. Und wir landen wieder. Ja, also ist nichts abgerissen. Oh, und Monopropellant ist richtig schnell runtergegangen. Das können wir echt nur zum Docken benutzen. Und selbst dann haben wir nicht besonders viel Chance. Oh, das ist ganz schön schräg. Oh, das sieht nicht aus, als wenn es so in Anleitung stehen würde. Unsere Beine dürfen nicht in Beton einsinken. Jedenfalls nicht, wenn der Beton tierisch heiß ist. Also, nur wenn der Beton tierisch heiß ist. Egal, Monopropellant ist echt nicht viel. Da muss noch mehr rauf. Auch wenn das wieder Gewicht kostet, dann werde ich leben müssen. Aber ansonsten, alles gut. Endflight, Endflight, Vehicle Assembly Building. Und es ist genau das passiert, was ich dachte, was passiert. Das Ding, was ich hier neben abgestellt habe, ist weg. Also laden. Dunaländer 4.1. Ah, sehr gut. Er ist noch da. Also, du brauchst noch solche Knubbel auf der anderen Seite. Dreifachsymmetrie. Waben-Raster-Muster-Dingens. So. Das muss jetzt... Muss nicht symmetrisch. Das muss jetzt reichen. Warum hast du keinen Knubbel mehr oben drauf? Das sollten wir auch noch ändern. Also unser Dock-Dingens ist ja unten. Das heißt, wir können oben wieder einen Fallschirm rauf machen. Den brauchen wir auch, um später nur mit der Kapsel zu landen und nicht mit dem ganzen Gedöns da unten dran noch. Das würde uns zu stark runterziehen und zu viel, ne? Angriffsfläche für die Körbenanziehungskraft bieten. Utility. 16, Parachute. So. Also, das müsste theoretisch funktionieren. Staging. Die drei hätte ich gerne raus. Linke Steuerung war genau mehrere aktivieren, aber ich kann die nicht löschen. Ich will die gar nicht mehr hier drin haben. Ich will gar nicht mehr abspringen. Aber ich will jetzt auch nicht die Dinge ändern müssen. Plus. So, ich drücke einfach nicht ein letztes Mal Leertaste. Gerogon aus der Zukunft. Wenn du es nach Duna schaffst und zurück und am Landen bist, achte auf dein Staging.